Steiner, heute am Weltdiabetestag zu Gast in der Diabetes-Journal-Redaktion. Wir hatten eine kleine Jury-Sitzung. Was sollten die Menschen an einem Tag wie heute idealerweise verstehen? Ja, mir geht's darum, erstmal überhaupt zu verstehen, was ist Diabetes, was bedeutet zuckerkrank zu sein. Und da möchte ich die Menschen ein bisschen sensibilisieren und vor allem der Schwerpunkt liegt bei mir in der Prävention. Denn Diabetes behandeln ist die eine Sache und Diabetes vermeiden ist die viel wichtigere Sache in Zukunft. Und es muss auch klar werden, dass es wirklich fast jede Familie in Deutschland und auch weltweit irgendwo jemanden betrifft. Also sei es jetzt der Cousin, die Oma, der Opa, was auch immer, es ist immer irgendwo einer da, der mal Zucker hatte. Aber man weiß nicht so recht, was bedeutet das und was kommt da auf mich zu. Und man kann in der Prävention sehr viel machen. Das Wort klingt trocken, aber es ist eigentlich dann wiederum relativ simpel umzusetzen, wenn man ein bisschen was versteht von Ernährung, Bewegung und Spaß im Leben. Dann gibt es ja noch eine andere Komponente, den Typ 1 Diabetes. Damit haben Sie persönlich auch zu tun. Was ist Ihnen da an einem Tag wie heute wichtig zu sagen? Ja, es werden ja beide Krankheitsformen, Typ 1 und Typ 2 Diabetes, als Diabetes bezeichnet. Ist ja nicht 100% das Gleiche. Das eine, Typ 1, ist Autoimmunerkrankung. Also mein Immunsystem wurde, meine insulinproduzierenden Zellen wurden vom Immunsystem zerstört und ich bin praktisch vom ersten Tag an gezwungen gewesen, die Krankheit zu verstehen. Das kann natürlich ein Vorteil sein, indem ich mich wirklich intensiv damit beschäftige. Hat bei Diabetes Typ 2 natürlich den Nachteil, dass man es erstmal nicht versteht. Denn man fällt so langsam hinein, man entdeckt es erst nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, wann auch immer. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Fälle. Und da ist es mir wichtig, klar zu unterscheiden zwischen Typ 1 und Typ 2 und trotzdem gemeinsam in eine Richtung zu kämpfen. Denn wir kommen nicht drum herum. Das Thema Ernährung, das Thema Bewegung spielt immer eine große Rolle. Bei Diabetes und auch bei ganz vielen anderen Krankheiten. Dankeschön, ich glaube, es geht heute direkt weiter zu anderen Medien noch und Sie machen sehr viel an einem Tag wie heute. Dankeschön für alles. Ich sage danke.